Ja, da können wir alle jetzt ein bisschen reinhauen. Das wird so ein Multi-Auftrag. Und nebenbei kann man Geld gewinnen, okay? Drei. Und los. Ja, und los, der zählt aber hier, ne? So. Wow, 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 der ist schon ein bisschen schneller da. Aber wir haben ihn schon. Jetzt muss ich nur mehr vorn bleiben. Mal schauen, wie es mit der Ausdauer dann ausschaut. Oh, das ist eine andere Strecke irgendwie. Haben die mehrere Rennstrecken? Wow, 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 wo gehst denn du hin, Junge? Oh, Blöze, was war das denn jetzt? Mann, Blöze. Mach nicht so ein Bullshit, ich will das hier gewinnen. Jetzt hättest du das fast versaut, Blöze. Ich schon ziemlich knapp hier, auch mit deiner Kondi. So, dann werden wir sie mal Kondi holen. So, das reicht, das reicht. Komm, schneller, schneller, schneller. Gib Gas, Blöze, komm. Der Sieg ist vor unserer Nase. Oh, das ist aber eine lange Rennstrecke. So, wir müssen wieder Energie holen. Weg da. Mir geht immer die Energie aus. Das ist eine lange Strecke. Ah, na, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Jetzt haben wir halbwegs Energie. Ziellinie! Das Finale des Erasmus-Winkelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Gerald von Riva auf Plötze. Ruhm, danke, danke, danke. Wer schreit da Bu, den hau ich gleich eine. Bravo, Glückwunsch. Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Oh ja. Das schließen in Satteltaschen. Da kriege ich immer ich mehr. Ich will es noch einmal versuchen. Jo, das mach mal. Ist auf den Geschmack gekommen. Dein Gegner ist Luke Wegelbuth, der junge Vetter des Herrn Albert auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie. Aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Tja, jetzt wird er das erste Mal verlieren, der Schesser. Dafür würde ich es hören, Leute. 1, 2, 3 und los. Komm schon. Ja, das Los ist aber... Oh, der gibt aber gescheit Gas. Wo, 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 wo? Also, das ist ein Gegner. Leute, Leute. Boah, der zieht ab, ey. Der zieht ab, ey. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Boah, der ist gescheit schnell. So, geh mal weg da. Okay, versaugt habe ich ihn. Jetzt ist die Frage, ob wir vorne bleiben können. Ich habe jetzt schon fast keine Energie mehr. Und so, noch so ein scheiß Wetter. Ah, scheiße. Nein, ich habe mich verritten. Scheiße, geh rüber, Blödsinn, du dummes Pferd. Ah, geh rüber. Verfluchtes Pferd, ey. Mann, ey. Wegen dem doofen Gaul ver... Ey, Mann, das gibt es nicht. Ist das ein blödes Pferd, ey. Habt ihr das gesehen, wie er da das runter ist, der ja Trottel? Nicht optimal für dich. Mann, Blödsinn, du es ärgerst immer mich, ein ey. Nächstes Mal. Dummes Vieh, soll ich dich nochmal einschreiben? Ich will es nochmal einmal versuchen. Wirklich, ey, das geht mal am bist Sack, du, ey. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Habt ihr das dein gesehen, Gegner ist Luke Wegelbuth, hüpft da einfach runter, das blöde Vieh. Des Herrn er ist da... So, das werden wir jetzt nur mal probieren und diesmal werden wir es schaffen, ey. So ein blöder Gaul, ey. Mann, Blödsinn, tiefer, fetter Minuspunkt für dich bei mir. Was, so ein dummer Gaul, ey. Beweg dich. So, weg da. Bin schneller wie du, hau ab. Hau ab, du. Pickt mal am Arsch. Jawohl, so, jetzt muss man nur mal vorne bleiben, das ist nicht so einfach. Der Blödsinn hat sich vorher total verrannt. Ich weiß nicht warum. Von der Steuerung her beschissen, muss ich sagen. Der ist irgendwie um die Kurve nicht gekommen. Das ist extrem blöd. Ja, der Sturm ist schon da, du Lustiger. Du Scheiße, das sind ja nur Gegner. Ja, die können uns aber mal. So, wir holen uns jetzt wieder...
Condi? Hab ich ihn? Ne, der ist nur vor mir. Scheiße! Ah, ihm geht auch die Condi aus, jawohl. Ich habe mir hinten schön Condi geholt, wir müssen links rüber. So, scheiße, ich brauche wieder Condi. Ah, das wird knapp, das wird knapp. Oh, also der Typ ist ein echt guter Gegner. Wenn Blödsinn mal richtig läuft, geht's. Aber nicht, wenn er falsch läuft. Das ist natürlich dann kacke. So, ein bisschen Condi holen und... Holst mir nicht, du kleine Ratte. Scheiße, mir geht schon wieder die Condi aus. Beweg dich. So, ich lasse den jetzt nicht vorbei. Oh, Blödsinn, komm. Jawohl, dem ist auch wieder die Condi ausgegangen. Oh, ist das spannend. Komm, Ziellinie. Das Finale, oh, geschafft. Des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnis, ja, ich weiß nicht, warum Blödsinn vorher so blöd gelaufen ist und dann hüpft er noch über die Klippe. Langsam. Danke, danke, danke. Oh, der war aber hart als Glückwunsch. Welch ein Sieg. Gibt es ein Land, wo ich mehr von... So, jetzt habe ich drei Sattel gekriegt, die kann ich verkaufen. So, den Auftrag haben wir sozusagen erledigt. Jetzt schauen wir sie die Sattel mal an. Plus 70 Kapazität, das habe ich eh schon. Jo, die kann man verkaufen. Wunderbar verkaufen, die sind sicher ein bisschen was wert. Wir kriegen Geld. Haben wir den Auftrag so nebenbei geschafft. Geralt von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl. Wer ist der Boss? Wer ist das denn? Interessant, der Kleine. Wo sind der jetzt hin? Okay. Wir lesen jetzt diesen Brief. Da bin ich jetzt echt neugierig auch. Ah, eine Muschel haben wir hier. Die müssen wir mal aufmachen. Wo ist der Brief hier? So. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ihr könnt es ja lesen. Okay, Varese. Wer ist Varese? Das ist ja 1000 entfernt. Wo ist denn der Schnellreisepunkt hier? Links von mir sein, ja, okay. Oder geradeaus. Welchen. Okay. Ich habe keine große Wahl mehr. So, dann links von mir, das heißt, hier ist ein Schnellreisepunkt. Weg da. Nochmal links von mir, ich gehe schon wieder falsch. Da unten. So, jetzt. Hops. Alter! Lass mich vorbei, ihr Zipfelvisagen. Das glaube ich jetzt nicht. Weißt du, was für ein Dreckswetter hier ist? So, wo sollen wir hin? Nach Novigrad. Wir gehen da direkt hin und werden ein paar Ärsche eintreten. Zumindest vermute ich das mal. Ich werde mich bemühen. Rüber da. Zur Not nehmen wir ein Schild. Sicher, sicher. Ey, was für ein Dreckswetter hier ist. Bla, bla, bla. Wenn du dich anscheißt, nur weil ich ein Schild nehme, kann aber ich nichts dafür, Junge. So, da vorne sind wir zu Hause. Da ist der Scheißer. Mann vom Hacker, okay. Da soll ich rein. Hallo, Hacker. Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wegelboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hat. Sieht aus wie Sultan ein bisschen. Und so wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Könntest richtig Geld machen. Richtig Geld ist interessant. Palio? Was ist das Palio? Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders.
Du trittst gegen Reiter an, die von Bedlam und Holven geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Gut, ich mach okay. mit. Fantastisch. Gut, ich bin dabei. Bin schon ganz aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen, denn ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh dich vorbereiten. Trink Kamille. Kein Problem, das krieg ich hin. Kamille, also bitte. Höchstens ein Wein oder ein Bier oder whatever Geralt normal trinkt, aber du keine Kamillentee. Bin du kein fucking Engländer. Geht gar nicht. Engländer sind da solche Teetrinker, solche Pussys. Nix gegen Teetrinker, falls jemand von zu sehr Tee trinkt, aber sorry, das ist schon ein bisschen pussyhaft, Also, los geht's, Leute, mit Schwung und Gedeih. So, achso, jetzt muss ich das Rennen machen, okay. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie links sitzt ein, keiner. Sondern erntet auch Respekt. Da sitzt also, keiner, Leute. Auf die Plätze und los, verdammte Scheiße. Gott, dann werden wir das Rennen machen. Ey, der zieht aber voll ab. Wieso rennt der nicht? Mein Pferd rennt nicht. Leute, der rennt nicht. Jetzt geht's. Was war das denn? Der ist nicht gelaufen, Leute, der Gaul. Wo ist denn lang? Hier. Blödsinn, also ich muss sagen, du boxst schön rum. Der ist nicht gelaufen. Ich verstehe nicht, warum. Jetzt geht's. Ich muss durch diese Dinger hier durch. Das ist nicht so leicht. Ja, der hat jetzt natürlich einen riesen Vorsprung. Vielleicht kann ich ihn nur kriegen, aber nicht, wenn man jetzt gleich die Kondi ausgeht. Verstehe nicht, warum Blödsinn so gemütlich gegangen ist. Oh, wow, da müssen wir lang. Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Der müsste doch langsam auch mal die Energie ausgehen. Mir geht's jetzt auf jeden Fall aus. So. Jetzt jagen wir ihm wieder nach. Dann geht schon wieder die Energie aus. Ja, das Rennen wird jetzt versaut, habe ich so das Gefühl. Geht schon wieder die Energie aus. Fuck. Schneller. Oh, da. Ein bisschen mehr Energie. So, und weiter geht's. Ja, wo? Ah, scheiße, da unten. Fuck. Ah, Blödsinn. Ah, was für ein scheiß Bug, Mann. Komm, ey. Das ist doch unfair. Schaut euch diesen scheiß Bug an, ey. Bleibt an dem Busch hängen. Ey, come on. Dankeschön. Wirklich, so ein scheiß Bug. Ey, jetzt habe ich das Rennen verloren wegen einem scheiß Bug. Habt ihr gesehen, wie ich im Busch hängen geblieben bin? Schon lächerlich, echt. Sowas geht mir am Arsch, ey. So eine Mann, Scheiße. So ein scheiß Drecksbug. Wegen dem habe ich das jetzt verloren, ey. Und anpissen können. Der hätte sich besser angestellt als du. So ist das Leben. Ja, ganz eindeutig, so ist das Leben. Mal trittst du die Kuh, mal tritt sie dich. Tempelwache, verschwinden wir. Bin fertig hier, scheiße nochmal. Bleib mir bis auf Weiteres aus dem Weg. Na, klasse. Danke, danke, danke für diesen Bug, liebes Game. Jetzt habe ich den Mist verloren, so ein Scheiß. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wer gegen wen? Was geht denn hier? Ja, was ist denn hier los? Voll die Schlägerei, Mann. Oh, ich loote dann von den Toten hier chillig. Ich muss ja nicht mitmachen. Hier geht's ab. Aber ich werde lieber nicht mitmachen bei der Schlägerei hier. Beziehungsweise hier sind sie tot. Looten kann man nicht. Und hier geht's ordentlich ab. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ich das verloren habe. Aber das habe ich wegen einem scheiß Bug. Ich bin am Busch hängen geblieben. Blödsinn kam nicht mehr raus. Das ist natürlich scheiße. Ja. Schau mal, da ist ja Schlägerei damit. Gibt's ordentlich aufs Maul, auch für die Wache. Irgendwie gewinnt hier keiner. Gut, wir suchen uns dann einen neuen Auftrag. Jo, dieser Quint-Auftrag, der juckt mich eh, muss ich sagen. Wir besorgen uns die Karten. Jawohl.
So, das ist gleich hier in der Nähe, da können wir zu Fuß hin. So, tschüss, ihr könnt euch weiterhin hier die Fresse einschlagen. Kann ich darüber? Jo, jo, das geht schon, kein Problem. Zack. Ich diene dem ewigen Feuer. Hallo, Tempelwache. Weg da. Ja, das geht dich einen Scheiß an, wo ich hin will, ja? Weg da. Es klärt auf. So, das Wetter wird besser. Wir müssen da rein und holen uns die Quintkarten. Da oben. Klopfen. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. So, das sieht doch ganz gut aus hier. Und da kommen wir rein. Oh, das dürfte hier los sein. Arme Sau, die Karten wahrscheinlich weg. So ein Scheiß. Der wurde sicher beklaut oder so. Schauen wir mal da nach unten. Durchsuche Sets Unterkunft mit Hilfe deiner Hexensinge. Das werden wir tun. Ah, da sind die Diebe. Sein, dass wir nicht aus Set rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Die werden los, Ringo, wir euch jetzt abnehmen. Ich werd's dir abnehmen. Schlechte Idee. Scheiße, wenn man brennt, gell? Das ist cool, das Schwert. Der brennt immer. Den zünden wir immer gemütlich an. So, da. Die haben legt euch nicht mit Geralt an. Das ist nicht gesund, Jungs. Jawohl, ich hab die Karte. Lohnt wohl die Suche. So, gibt's da noch was zum Abstauben? Jo, hier. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Ja, aber was? Ah, da oben gibt's noch was. Gibt's ein bisschen was? So. Vielleicht weit da oben? No. Mein Gott, geh rauf da. Ich hasse es, wenn er so rumbockt, die Steuerung. Das ist richtig ekelhaft. So, hier gibt es sicher nur irgendwo was zu finden, oder wie muss ich das verstehen? Ja, hier ist nichts mehr. Ja. Das dürfte Zed sein. Ja, das haben wir schon gesehen, gehört. Kassabuch, ja, wo ist denn das? Die muss haben hier was wo sein? Gesucht. Ich finde das nicht. Shit, wo ist denn das? Wir haben schon alles durchsucht. Da geht's raus. Ja, das bringt mir jetzt aber auch nichts, wenn ich da rausgehe, Leute. Geht's da nicht irgendwie in den Keller oder sowas? Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Naja, Geralt labert nicht, aber mach doch mal was. So. Hier ist nichts mehr. Außer das Ding. Kann man da hintere? Machen wir mal Druckwelle. So, das sieht doch schon besser aus, Leute. Da ist Kassenbuch, jawohl. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Super. Was soll die Eile? Ja, alles klar, dann ab zu Sultan. Ja, du kriegst gleich Ärger, wenn du mich nochmal von der Seite anmachst, du Scheißer.
Kein Brot, kein Geld. Arm wie Scheiße. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.